Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Ja. Ach du dickes Ei. Hier ist richtig Party um mich drumherum. Ich hoffe, dass mir die Hühnchen nicht abhauen. Schön drin geblieben. Ja, letzte Folge habe ich die Hühnchen geholt. Und ich glaube, ich würde mich jetzt hier erstmal hinlegen und auf den nächsten Morgen warten. Die nächsten Sachen, die ich jetzt ganz gerne in Angriff nehmen würde, wären zum einen hier an dem Haus weiterbauen, die Außenwände weiter hochziehen. Zum einen das. Willst du mich verarschen? Acht über den Busch. Oh, shit. Vier Creeper, was ist denn hier kaputt? Ja, danke auch. Ich habe irgendwas eingesammelt, was ich vorher nicht hatte. Schwarzpulver. Stimmt, Schwarzpulver kann ich von Creepern bekommen. Da ist noch einer. Was ist denn hier los? Oh oh. Oh oh. Im Wasser passiert zum Glück nicht viel. Da, also Creeper ins Wasser locken ist immer eine gute Variante, um sie... um sie gezielt detonieren lassen zu können. Gott, oh Gott, oh Gott. Hier macht man was mit. Ah, noch mehr Gammelfleisch. Ja, dann muss ich hier doch wieder in den Busch ein bisschen anders anlegen. Dann geht das doch nicht, sonst kommt mir hier der Creeper hoch. Das ist in der Theorie irgendwann nicht mehr schlimm. Weil dann hier oben sowieso alles abgeschlossen ist, aber puh. Da hatte ich jetzt nicht so richtig mit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach ja. Okay, es fehlen nur noch die. Meine Hühnchen gehen auch stiften. Jo. Ich kann hier keiner leiden. So. Kommt da noch einer rein? Ich habe noch nicht so richtig einen Plan, wie ich das hier haben möchte. Also schon irgendwie, aber halt auch wirklich nur irgendwie. So, wir machen jetzt mit dem Glas weiter. Für die Hühnchen muss ich auch noch einen Zaun bauen, weil die will ich eigentlich jetzt nicht dauerhaft im Haus rumwuseln haben. Aber naja, gut. Au. Jetzt gerade geht es halt erstmal noch nicht anders. Na. Ausbau mal anders. Hier werden erst die Fenster gesetzt und dann die Wände gebaut. Das sollte man mal in echt versuchen. Das wäre interessant. So. Nee, das mache ich jetzt nicht. Da brauche ich nämlich noch genug von. Und ich habe ja sehr viel Eichenholz hier noch drin. So, die lege ich jetzt erstmal da auf Halde. Ich baue jetzt hier erstmal alles aus noch mal ein bisschen höher. Dann können wir nämlich auch die Hühnchen nicht mehr flöten gehen. Ich meine, es ist jetzt nicht so, als ob ich eine Geflügelknappheit hätte. Tassen nur nicht unbedingt. Aber es muss ja nicht sein, dass sie mir abhauen.
Di-d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 i. So, und jetzt würde ich hier gerne noch eine Ebene reinpacken, dass die Fenster hier eingefasst sind in normales Holz. Dann muss ich nochmal noch schauen, wie ich das mit dem Dach mache. Das werde ich wohl versetzt bauen. Das hier in die Richtung mit dem Giebel und da vorne der kleine Bereich nach vorne. Da muss ich aber noch schauen, wie gesagt, ich weiß noch nicht, mit was ich das für Material mache. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das generell hier machen werde mit den Balken. Ich denke, die werde ich jetzt eins versetzt höher machen. Aua, ich weiß aber noch nicht genau, mit was ich das mache. Ich bin jetzt so oft runtergesprungen. Oh! Die Eier kann ich doch mit Holz zu Kuchen machen, oder nicht? Nee, kann ich nicht. Schade. Das kann ich mit Eiern nochmal machen. Oh, ich kann Gemälde herstellen. Stimmt, mit weißer Wolle und Sticks. Oh, was habe ich denn für Bilder in dem Texture-Pack? Das interessiert mich ja jetzt mal. Geht's noch größer? Gibt's hier bitte auch kleine Bilder? Das sind ja schöne Bilder, aber... Ja. Muss ich das jetzt echt unter die Decke hängen? Das ist ja schon doof. Das wird ja immer größer. No, die Mona Lisa. Das war ja schön, aber es passt ja eigentlich nicht so richtig hin. Da kommt jetzt das Bild hin und da bleibt es. Oh, das ist voll toll. Ich liebe Hibiskus. Hibiskus ist eins meiner... Ist das mit die schönsten Blüten überhaupt. Ich liebe die total. So. Alles dicht für die Ernte. Was hat mir denn hier... Samen abgefressen. Hier fehlen ja Körner. Boah. Kacken dreist. So, jetzt kümmern wir uns hier hinten noch drum. Hier ist auch einiges... bereit, geerntet zu werden. Aber wie gesagt, hier halte ich es auch vielleicht für durchaus sinnvoll,
wo ich so viel verbrate fürs Essen, dass ich da vielleicht doch mal gucke, dass wir für die Erkundungstour wirklich mal auf leicht stellen, dass ich nicht dauernd wieder neu essen muss. Weil das ist schon bitter mit der Zeit. So, 17 Weizen, also 5 Brote können wir nochmal backen. Dann haben wir schon mal wieder 10 Brote. Es wird langsam, aber ich muss nochmal drin gucken, was ich aus den... Was kriege ich denn? Es tut mir leid, aber was kriege ich denn, wenn ich einen Huhn erschlage? Rohes Hühnchen. Er möchte sich paaren. Flap. Das eine macht keinen Sinn. Ich habe nämlich sonst keinen Erwachsenen mehr. Ja, nur gut. Aber es wird langsam. Vielleicht auch Bruchsteintreppen. Ist ja auch nicht hässlich. Ich glaube tatsächlich, das wäre was. Also Bruchsteintreppen könnte ich mir definitiv vorstellen. Für das Haus. Sind ja 18 Bruchsteintreppen. Oh, doch noch wer da zum Paaren. Ja. Dafür muss ich aber hier unten auch noch viel ausbauen. Aber kriege ich hier überhaupt Bruchstein? Ja, stimmt. Ich kriege ja hier Steine. Das haue ich erstmal noch nicht ab. Dafür muss ich hier erstmal noch ein bisschen weiter ausbauen. So, und ich überlege, ob ich da unten vielleicht auch eine Tür reinbaue. Also werde ich wohl irgendwann. Ich weiß nur noch nicht genau, wann. Guck mal, 14 Bruchsteine habe ich schon mal wieder. Aber das reicht alles hier noch lange nicht. Naja, damit haben wir auf jeden Fall ein neues Langzeitprojekt, das Dach. Oh Gott, das wird richtig eklig, auch vor allen Dingen ohne zu sterben beim Abstürzen. Also dann, ihr Lieben, ich würde mich für heute von euch verabschieden. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, toll, dass ihr dabei gewesen seid. Und dann macht's gut. Okay, bis morgen. Tschüss.